Damen und Herren, Dieter Krebs. Guten Abend. Hallo. Hallöchen zusammen. Hallo, mein Dieter. Nein. Hier ist deine Mutti und bringt dir dein Duftfässerchen. Ja, der Schönste ist er ja nicht, mein Dieter, ne? Aber wenn Sie schon nicht sehen können, dann warten Sie mal ab, bis Sie ihn riechen. Grauenhaft. Und das hier ist ein neues Aftershave. Depression heißt das. Also warum ein Mann, der sich nicht rasieren muss, ein Rasierwasser benutzt, ist eigentlich ein Rätsel, ne? Aber mir nicht. Damit will er die natürlichen Düfte seines Körpers überlagern. Ich kenne ihn da besser. Ja. Und für diese Einsicht sollten wir ihm alle sehr, sehr dankbar sein. Von Röschen, pennst du noch? Von Röschen, dein Retter naht! Nee, das ist die falsche. Dornröschen, ich bin nicht der Zhang aus Eiskirchen hier zu Schluss mit dem Büro. Scheiß Märchentanten, ist auch kein Verlass drauf. Mach ich nicht normal. Endlich, Anna. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Guten Tag, Herr Ober. Ich hätte gerne einen Kölsch. Verzeihung, aber Kölsch führen wir nicht, mein Herr. Oh, was führen Sie denn dann? Oh, hin und wieder ein offenes Gespräch mit dem politischen Gegner oder mit dem Gast. Führen Sie mich nicht an der Nase rum. Ich möchte was zu trinken. Ja, bitte. Was soll's denn sein? Ja, eigentlich sollte es ja ein Kölsch sein, nicht? Aber da dem nicht so ist, wie wäre denn mit einem Gläschen Wein? Danke, ich trinke nicht im Dienst. Ja, Sie sollen ja nicht trinken, ich will den Wein trinken. Ach so, ja. Lieblich oder süß? Was ist das denn für ein Unterschied? Ach, haben Sie auch wieder recht. Aber wissen Sie, man fragt ja so gern, damit der Gast eine Wahl hat. Was ist denn das für eine Wahl, die ich da hab? Nun wärst du doch nicht gleich politisch. Wissen Sie was? Ich bringe Ihnen ein Glas Milch. Milch? Was soll ich mit Milch? Die muss sowieso weg und Milch beruhigt die Nerven. Moment mal. Wieso muss die Milch sowieso weg? Weil ein Chef dafür Subventionen kriegt. Für jedes Glas Milch kriegt er in Brüssel einen Groschen. Einen Groschen? Und deswegen soll ich Milch saufen, was? Nee, passen Sie mal auf. Hier haben Sie einen Groschen. Jetzt bringen Sie mir mal Rucki-Zucki in Wacholder. Gern, im Topf oder im Ballen? Im Glas. Lassen Sie mal, Ober. Sie haben doch Froschschenkel. Selbstverständlich. Dann hüpfen Sie mal schnell los und bringen mir meinen Wacholder. Sonst kalt. Tut mir leid, aber hier ist Rauchen verboten. Hamburg Dauer, bitte kommen. Hallo Hamburg, gut, dass ihr da seid. Ja, also wir hätten da ein kleines Problem. Unsere Ankunft wird sich um eine Stunde verzögern. Ja, ich ändere meine Disposition, einen Krankenwagen und einen Notarzt nicht um 22 Uhr, sondern um 23 Uhr. Ja, genau. Und bitte seid pünktlich, dann ihr wisst, was auf dem Spiel steht. Wie bitte? Ja, alles um 23 Uhr. Dumme Frage. Natürlich in Henningshafen-Kneipe. Wir gehen doch nie in ein anderes Lokal. Und nun wieder eine Folge unserer Serie Pidcock, des Teufels Steuerknüppel. In den Hauptrollen Will Plattflieg als Captain Pidcock, Sitzgurt Solbach als Co-Pilot Manfred Musch und Eleonore Düse als Stewardess Hanna Halterlos. Heute, Pidcock geht in die Falle. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Manfred Musch. Ich bin der erste Offizier auf Ihrem Flug von München nach Hamburg. Wie Sie sicher bereits bemerkt haben, warten wir jetzt seit 3 Stunden und 45 Minuten auf die Freigabe zum Anlassen der Triebwerke aus uns.
völlig unerklärlichen Gründen ist uns diese vom Personal der Flugsicherung bislang nicht erteilt worden. Ich hoffe aber, innerhalb der nächsten 10 Minuten die Motoren anlassen zu können und melde mich dann nochmals bei Ihnen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. So, Herr Kock, dann wollen wir noch mal. Versäumen Sie nicht die nächste Folge, wenn es heißt... Advent, Advent, wenn's nicht verquent. Ober, der Hund starrt mich unentwegt an. Kein Wunder, Sie essen ja auch von seinem Teller. Sprengt man den Rasen in Tirol? Verstanden, Ende. Gib Ihnen einen guten Rat, meine Liebe. Bei einer Verbrecherjagd wie dieser müssen Sie sehr, sehr wachsam sein. Verstehe. Die Augen und die Ohren immer offen halten. Kapiert? Kapiert. Das Hotel verlassen? Sie wollen, dass Lincoln und ich das Hotel verlassen, Herr Blomfeld? Sie nicht, Frau Nipp, nur Ihr Gatte. Aber warum? Weil er tot ist. Lincoln? Ja. Nein, Lincoln ist nicht tot. Und warum befindet er sich dann bitte in einem Sarg? Er ruht in Frieden. Ja, wie ich schon sagte, er ist tot. Nein, nicht tot, Herr Blomfeld, in Frieden ruhend. Frau Nipp, dreimal am Tag über 4 Stockwerke in den Speisesaal geschleift zu werden, das nenne ich nicht in Frieden ruhen. Ich bin froh, dass Sie davon sprechen, Herr Blomfeld. Wissen Sie, ich habe mich nämlich schon gefragt, ob nicht vielleicht ein kleiner Rabatt möglich wäre, weil Lincoln doch so überhaupt nichts ist. Hier ist überhaupt niemand mehr etwas. Seit dem Tag, an dem Sie angekommen sind, hat sich kein Mensch mehr auch nur in die Nähe des Speiseraums getraut. Wissen Sie, Herr Blomfeld, Sie haben da einen sonderbaren Geruch in Ihrem Speisesaal. Vielleicht essen die Leute deshalb nichts. Vielleicht sollten Sie einmal untersuchen, woher dieser Geruch kommt. Dieser Geruch kommt aus dem Sarg Ihres Gatten. Von Lincoln? Unmöglich. Herr Breit vom Bestattungsinstitut Ruhe Sanft hat sehr gute Arbeit geliefert. Ich erinnere mich genau, Lincoln roch wundervoll. Irgendwie nach Lavendel. Als er 1981 starb, vielleicht. Ich habe mir erlaubt, den Sarg Ihres Gatten zu öffnen. Und ich muss Ihnen sagen, er befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Verwesung. Nein, er ruht in Frieden. Gut, dann ruht er in Frieden. Ich muss nur darauf bestehen, dass Sie ihn sofort aus dem Hotel entfernen. Ich weiß nur nicht, wie Sie das anstellen wollen. Wissen Sie, wir haben im Voraus bezahlt. Aber Ihr Gatte ist tot, Frau Nipp. Ich habe die Hotelbestimmungen gelesen. Da steht nichts davon drin, dass ich meinen toten Mann nicht mit ins Hotel bringen darf. Dann halten Sie ihn wenigstens aus dem Swimmingpool heraus. Lincoln genießt sein tägliches Treiben auf dem Wasser. Also gut. Wenn Sie Ihren Gatten sofort aus dem Hotel entfernen, dann erstatte ich Ihnen Ihre gesamte Vorauszahlung und gebe Ihnen noch 5.000 Mark dazu. 5.000 Mark? Ja, und die gesamte Vorauszahlung. Abgemacht. Vielleicht können Sie Ihren Bademeister dazu bewegen, Lincoln aus dem Schwimmbecken zu holen. Und dann hätte ich gern noch so einen Aufkleber von Ihrem Hotel. Herr Winkelmann, bitte schnell was zu essen. Ich muss weg. Dann nehmen Sie den Brathering. Der muss auch weg. Schenkt man sich Dosen mit Lysol? Justus, liebe Freunde. Beim Stichwort Uso wissen Sie schon gleich, was los ist. Wir wenden uns heute der griechischen Küste zu. Ich meine natürlich der griechischen Küche. Wir kriechen also auf die griechische Küste zu und obwohl der Grieche ja so weit von uns entfernt ist und wir auch heute nur noch mit Mühe seine Schrift entziffern können, seine Kochkunst, scheiß einfach. Denn egal, was der Grieche kocht, es kommt immer so flacky dabei heraus. Wenn Sie also Ihre Freunde mal mit einem originalen griechisch-orthodoxen Gericht überraschen wollen, dann kochen, backen oder braten Sie einfach irgendetwas Beliebiges. Eine Runkelrübe
oder eine Tennissocke oder einen Feuerlöscher. Oder keins von den dreien oder alles zusammen. Wir haben das schon mal für Sie vorbereitet. Das Ganze stellen Sie mit einem kühnen Schwung auf den Tisch und sagen weltminnisch, eine Spezialität meiner Freundin Adria Hatten aus Naxos. Zum Nachtisch machen Sie dann das Fenster auf, denn in Ihrem Esszimmer wird es stinken wie in einer Sickergrube. Ich wünsche Ihnen also einen guten Appetit. In diesem Sinne, suff, suff, sufflacki, Ihr Harry Hummel. Entschuldigung, kann ich bitte einen Aschenbecher haben? Dankeschön. Hallöchen. Hallo. Hi. Ist das dieselbe Orgienszene wie letzte Woche? Nee, eine andere. Sieht aber genauso aus. Tun sie doch alle, oder? Wenn man eine gesehen hat, kennt man alle. Mein Vater hat gestern sein Bein verloren. Halten Sie sich bereit, meine Damen. Detlef, wir brauchen Sie alle drei für diese Szene. Verloren? Im Krankenhaus. Sie haben es ihm abgeschnitten. Achtung, ohne Probe, gleich drauf. Perfekt. Wir machen die nächste. Ist das denn sein Fall? Das ist mal so niedrig. Ist das nicht schon mal passiert, dass hier mein Bein abgenommen wurde? Ja, aber da war es das andere. Super, sehr gut, die Damen. Jetzt machen wir weiter mit lustvollem Keuchen. Frau Wegmüller, Sie sind dran. Hart auf die Vier, bitte. Danke, Frau Wegmüller. Jetzt schaue ich kurz ins Drehbuch, wie es weitergeht. Moment. Du, Ingrid, wenn mal eins ab ist, nützt doch das andere nicht mehr viel, oder? Um es mal positiv zu betrachten. Und man spart ja auch. Schuhe zum Beispiel. Dann Socken und Hosen. Um eure Aufmerksamkeit, Kinder. Also wie Sie sehen, haben wir drei der größten schwarzen Sexprotze, die man für Geld bekommen kann. Jetzt ist totale Ekstase gefragt, die Damen. Und dann der dünne Blonde, wenn die Dreiergruppe im Bild ist, das sind doch Sie, Herr Michalowski. Immer ich. War schon letzte Woche der dünne Blonde. Ohne Probe gleich drauf. Übrigens, im Supermarkt sind heute Würstchen im Sonderangebot. Schwenkt man die Hosen in Petrol? Zu Hause konnte ich's noch. Mir habe ich ja jetzt bei uns in Grestelbach-Nettisheim die Betriebsstruktur so verschlankt. Donnerwetter, ist das eine tolle Kantine. Also, Frau Doktor, ich muss Ihnen sagen, sowas haben wir bei uns in Grestelbach-Nettisheim aber nicht. Oh. Was gibt's denn heute zu essen? Kartoffelpüree, Don Giovanni, Bœuf à la Concarino und Creme de Chasse, Pomme de Pour. Also, sowas haben wir bei uns in Grestelbach-Nettisheim nicht. Das muss ich wirklich. Dieses Ambiente, also ich muss schon sagen, das ist so Unterschied wie Tag und Nacht. So was haben wir bei uns in Grestelbach-Nettisheim nicht. Danke. So was haben wir bei uns in Grestelbach-Nettisheim auch. Aber das haben wir bei uns in Grestelbach-Nettisheim auch. So, Herr Frobel, worauf meinen Sie, sind Ihre Kontaktschwierigkeiten denn zurückzuführen? Das sollen Sie doch rausfinden, Sie blöde Sau. Guten Tag. Ach, du lieber Gott, das ist wieder ein Gedränge. Wieso haben die Leute eigentlich nichts anderes zu tun, als nachmittags beim Tierarzt rumzusitzen? Wer war denn der Letzte? Ich. Ist der Stuhl noch frei? Ja, schon, aber schauen Sie mal, da drüben sind ja noch ganz viele freie Stühle, nicht? Also, wenn ich schon beim Tierarzt warten muss, da kann ich mir doch sicher aussuchen, wo ich sitze. Oder bin ich Ihnen unsympathisch? Nein, Sie nicht, aber Sie kommen mir doch bitte nicht zu nahe mit Ihrem riesigen Tier. Riesig? Sie machen mir vielleicht Spaß. Riesiges Tier. Haben Sie schon mal einen Blauwal gesehen? Nein, aber auch noch nie so einen großen Hund. Deswegen, wenn Sie den Hund ein bisschen wegnehmen könnten, ja? Wegnehmen? Ja, Sie machen mir Spaß. Das ist kein Hund, den man so einfach wegnehmen kann. Sehen Sie, das habe ich befürchtet. Sagen Sie, was ist das eigentlich für eine Rasse? Das ist ein australischer Hühnerwürger. Ein Hühnerwürger? Australisch. Ich bin froh, dass Sie kein Huhn sind. Ja. Oder haben Sie eins dabei? Nein, ein Huhn nicht.
Was denn dann? Das ist ein Meerschweinchen. Ein Meerschwein? Ja, das kostet bloß ein paar Pfennige. Dafür rennen Sie zum Arzt. Mein Gott, müssen Sie Zeit haben. Na, Sie sind mir ja vielleicht ein Tierfreund. Sie sind mit Ihrem australischen Hühnerbürger. Außerdem ist das kein normales Haustier. Das ist ein Künstler. Was? Ein Künstler. Also ich bin Artist, nicht? Und das Meerschweinchen ist mein Partner. Ach so. Was machen wir denn so? Na, also ich bin eigentlich nur der Untermann. Das Meerschweinchen ist die Hauptperson. Darf ich vorstellen? Das ist Toni, das jodelnde Meerschweinchen. Also, und davon soll es der Doktor jetzt heilen. Heilen? Ja, er soll dafür sorgen, dass das Tier mit dem Unsinn aufhört. Nein. Womit? Na, mit dem Jodeln. Nein, im Gegenteil, es hat ja aufgehört. Ich möchte, dass es wieder anfängt damit. Dann fahren Sie mit ihm noch mal ins Gebirge. Das ist ja wirklich sehr komisch. Das ist eine Katastrophe für mich und für die gesamte Welt des Varieté. Wo treten Sie denn so auf? Ja, wir sind bis jetzt noch nirgendwo aufgetreten, gell, Toni? Wir sind noch bei den Proben. Hat schon ein Mensch mal dieses Schwein jodeln gehört? Ja, ich natürlich. Vielleicht die Nachbarn, weil wir haben sehr dünne Wände. Aber gesehen hat das noch keiner, ne? Nein, aber ich habe Tonbandaufnahmen. Naja, ist ja immerhin was. Und Sie? Sie sagen gar nichts, ne? Ja, ich? Ja, Sie. Was haben Sie denn für ein Tier? Ein Kuh? Wo haben Sie den denn? Ja. Im Mund? Ich am Bus. Ja, was hat er denn? Ein Traum. Ja. Der träumt uns schwer? Woran merken Sie das? Und zwischen den Zähnen. Zwischen den Zähnen? Ja, vielleicht sollte ich die Zähne mal putzen, ne? Ich bin schon ehrlich, den ganzen Tag. Geben Sie das Teil mal her. Ja, ja, drum ja. Spucken Sie mal da in den Brunnen. Ja, sicher. Manchmal muss man ins kalte Wasser springen, besonders wenn man schwere Träume hat. Los. Bitte. Ja, gucken Sie, der ist am Putz munter. Finden Sie nicht, dass er etwas abgespannt wird? Nee, höchstens ein bisschen nervös. Sagen Sie mal, essen Sie viel Knoblauch? Ja, ständig. Ja, das ist es doch. Das verträgt er nicht. Davon kriegt er Blähung und dann träumt er schlecht. Was soll ich denn tun? Sie müssen den Fisch beim Essen aus dem Mund nehmen. Im Ernst? Jedes Mal? Ja, wenn Sie Mahlzeiten, dann müssen Sie den Fisch im Bierglas. Also, langt mir jetzt aber. Jodelnde Meerschweinchen, träumende Fische, wir sind doch nicht im Irrenhaus. Komm, Virgo, wir gehen jetzt zum Onkel Doktor. Moment mal. Moment mal, mein Herr, wir waren vor Ihnen da. Ja, Sie interessieren mich doch gar nicht. Was ist denn Ihr singendes Meerschweinchen? Jodeln, das ist ein jodelndes Meerschweinchen. Gegen meinen australischen Hühnerwürger. Toni? Ja. Toni, du gackerst ja. Hör mal, Toni, du sollst jodeln. Jodeln sollst du nicht gackern. Virgo, ruhig. Ich bitte denk an unsere Zukunft. Nein, oh nein, oh nein. Ausgerechnet jetzt. Wo ich mit ihm bei Wetten, das auftreten wollte. Ruhig. Toni, du bist ein ausgesprochenes Miststück, so. Hören Sie mal, sagen Sie Ihrem Schwein, dass es sofort aufhören soll zu gackern. Sonst passiert hier ein Unglück. Toni. 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 Der Nächste, bitte. Herr Ober. Da schwimmt eine Nadel in meiner Suppe. Das ist ein Druckfehler. Das muss Nudel heißen. Und nun wieder unsere Serie Familie Ballerstaller. Heute Folge 166. Der Doktor kommt. Ob das wohl der Doktor ist? Guten Tag, Herr Dr. Pressler. Es ist ja nett, dass Sie so schnell gekommen sind. Ihre Sprechstunde in der Fahrt, Sie sagt, Sie hätten noch einen wichtigen Termin. Kein Problem, Josef. Wenn Sie mich rufen, überwinde ich jedes Handicap. Was fehlt uns denn? In der letzten Zeit habe ich so fürchterliche Kopfschmerzen und ganz restliche Magenschmerzen. Haben Sie das mit den Kopfschmerzen schon lange? Nein. Erst seit ich aus Sicherheitsgründen immer aus dem Fenster gucke, bevor ich die Tür aufmache. Kein Problem, Josef. Das kriegen wir schon wieder hin. Wo kann ich meine Tasche hinstellen? Ja, bitte. Ja. Ihr Junior. Wer wäscht das Obst für den Nachtisch?
Bei der Gelegenheit, Sie fühlen sich also nicht richtig wohl heute. Was haben Sie denn gegessen? Ja, was habe ich gegessen? Schinken, Mett, Eisbein und Schweinehörchen. So, also lauter Schweinereien. Schließt die Schweinepest aus. Ich brauche mal dringend etwas kochendes Wasser. So, nehmen Sie mal Platz. Will Sie mir mal ansehen. Oh. Tut das weh? Nö. Tut das weh? Nö. Tut das weh? Nö. Hier ist das kochende Wasser, Herr Doktor. Oh, danke, das ist nett. Ich bin nämlich noch gar nicht dazu gekommen, meine Golfbälle zu waschen. So, wollen wir mal sehen, ob Sie Temperatur haben. Verdammt. Was ist denn? Ich habe vergessen, das Thermometer runterzuschlagen. Macht nichts, das kriegen wir schon wieder hin. Und? Wie hoch ist es? 42 Grad im Schatten. Uiuiuiui. Wie kriegen wir das denn wieder runter? Da gibt es nur eine Möglichkeit. 34,8. Wer sagt's denn? Wie fühlen Sie sich jetzt? Auch schon viel besser. Ja, die Wunder der modernen Medizin. Aber vielleicht sollten wir doch vorsätzlich noch eine kleine Spritze verabreichen. Muss das sein, Herr Doktor? Ja, so leid es mir tut. Was sein muss, muss sein. Was rein muss, muss rein. Wo rein hätten Sie es denn gerne? In den Arm oder in die Sitzfläche? Ich glaube, in die Sitzfläche. Hat ja gar nicht wehgetan. Nein. Mein Gott, wie siehst du denn aus? Bin seit einer Woche auf Wohnungssuche. So. Und was für eine Wohnung suchst du? Meine. Zum Schluss der Show möchte ich Ihnen noch meine Band vorstellen. Am Schlagzeug Theo Tusch. Am Bass Zacki Zupp. Teddy Taste am Piano. Am Saxophon Kalli Kalle. An der Trompete Bobby Backe. Und Ernie Engel an der Posaune. Und seine Socken erst. Schlimmer ist nur noch sein... Naja, lassen wir das. Also schon als Baby hat er ungewöhnlich streng gerochen. Ich habe ihn geputzt und geschrubbt, ich habe ihn gewaschen und gewienert. Ich habe ihn sogar in die Waschmaschine gesteckt. Ergebnis? Beim Schleudergang hat er alle Zähne verloren. Das wird nicht sein. Das ist eine Vollprothese. Komm, Liebling, mach mal deinen Mund auf, damit wir dein Plastik-Esszimmer sehen können. Doch ist das nicht süß, wenn er so schüchtern ist? Komm, Liebling, bring uns zum Lachen. Nimm deine Zähne raus, das ist immer so lustig. Wir lachen auch, ich verspreche dir. Gute Nacht.